Mercedes und vor allem auch Maybach stehen natürlich für Luxus und Komfort. Seit neuestem jetzt aber auch für Wellness, denn das Fit and Healthy System soll jede Fahrt zu einem echten Wellness-Erholungstrip machen. Ja, und liebe Facebook-Freunde, wir wollen jetzt von euch wissen, ist das ein Trend für die Zukunft oder ist das doch eher für die Tonne? Damit ihr auch richtig entscheiden könnt, stellen wir euch das Ganze jetzt mal vor. Ich steige da jetzt mal ein und lasse mich mal so richtig durchmassieren. Also sitzen tut man hier schon mal standesgemäß für Mercedes sehr bequem, aber das ist ja nicht alles. Götz Renner von Mercedes, Sie sind der Projektleiter von Fit and Healthy. Was kann dieses ganze Programm noch, außer dass man hier bequem sitzt, weil das hat ja damit erstmal noch nichts zu tun? Das ist ein gutes Stichwort. Es ist auf jeden Fall mehr als bequem sitzen. Sie wissen, Mercedes steht für Komfort und Sicherheit. Fit and Healthy ist die Fortschreibung der Geschichte. Fit und Healthy, da geht es wirklich darum, dass Sie nicht nur bequem sitzen, sondern dass Sie möglichst fit sind und sich möglichst gesund erhalten. Was wir vorhaben, ist letztendlich, dass das Auto in die Lage versetzt wird, Ihnen intelligente Vorschläge zu machen. Intelligente Vorschläge, was Ihnen in dem Moment gut tut. Was Sie hier sehen, das sieht erstmal kompliziert aus, ist aber eigentlich eine einfache Geschichte. Sie gehen ins Auto rein und Sie tragen entweder ein Wearable. Und Ihr Puls wird gemessen und wird auch im Fahrzeug angezeigt. Also Sie sind gerade top entspannt, sehe ich im Moment. Naja, das zeigt nur, dass ich nicht besonders trainiert bin. Ich wünschte, mein Ruhepuls wär niedriger, aber so ist es nun mal. Und dieser Puls sagt etwas aus über Sie, selber wie Ihr Körper drauf ist. Die Kontextdaten helfen als weitere Information, dass der Vitality Coach, das ist eigentlich ein System, der Sie versucht, insofern zu analysieren, um Ihnen Vorschläge zu machen, was brauchen Sie, was könnte Ihnen jetzt gut tun. Sie können Ihren Puls nicht nur über ein Wearable messen, das wird relativ schnell gehen. Sie können aber auch Ihre beiden Hände, machen Sie die Daumen einfach mal auf die Lenkrad speichen, sodass die Daumen das Metall berühren. Das System wird Sie jetzt erkennen, wird kalibrieren und Sie können Ihren Puls gleich angezeigt sehen. Das ist sehr unangenehm, wenn der so hoch ist. Dann machen Sie mich nervös. Sehen Sie, sind tiefenentspannt. Bin tiefenentspannt. Ja. Sehr gut. Also insofern sind wir, glaube ich, im ganz, ganz grünen Bereich. Jetzt gehen wir doch davon aus, Sie sind richtig tiefenentspannt. Sie müssen aber aktiviert werden, weil Sie zu entspannt sind. Dann kann ein Aktivierungsprogramm initiiert werden. Und hier, das war jetzt ein Beduftungsprogramm oder ein Refreshment-Programm? Das ist jetzt ein Aktivierungsprogramm, Refreshment, wenn Sie es so nennen wollen. Das sind die verschiedenen Einzelkomfortkomponenten, die zusammenspielen. Ich werde hier angepustet. Ich gehe mal näher ran, dann sieht man es an meinen Haaren. Das ist die Luftbrise, die ist um 5 Grad heruntergekühlt und erfrischt Sie natürlich. Das ist sofort erlebbar. Die visuellen Welten entführen Sie auch emotional in eine andere Stimmung. Mhm. Die Musik zieht sie auch nach oben. Okay. Ja. Aber wenn das jetzt fit und... Oh, jetzt passiert was Lustiges, nämlich mein Hintern vibriert. Also das heißt, jetzt geht das die Musik... Das ist toll. Das ist jetzt die sogenannte Tiefenmassage, die Vibrationsmassage. Das hat das Auto klar erkannt. Also Herr Renner, da muss ich mal sagen, das hätte es eigentlich als allererstes machen müssen. Nicht Refreshment, sondern Entspannung. Großartig. Okay. Sagt das sowas fit and healthy? Also das ist im Moment gerade ja sehr viel Wellness. Gibt es da auch sowas wie, pass mal auf, heute springe ich gar nicht erst an, du hast zu viel gegessen, du bist viel zu faul, nimm mal lieber das Fahrrad. Das ist nicht, wäre ja ein bisschen geschäftsschädigend. Nein, überhaupt nicht. Es ist so, Sie sind ja bei Mercedes, Sie sind auch bei Mercedes Me registriert. Uns interessiert Ihr Wohlbefinden auch außerhalb des Autos. Und das kann durchaus sein, wenn der Schedule das zulässt, dass der Vorschlag auch kommt, lassen Sie das Auto heute stehen, fahren Sie mit dem Fahrrad. Das ist auf jeden Fall interessant so. Jetzt wollen wir natürlich von euch wissen, ist das was für euch, Auto im Zweifel dann auch stehen lassen? Sagt uns unsere Meinung, schreibt das in die Kommentare drunter, liked oder disliken geht nicht, wollen wir auch gar nicht, aber sagt uns eure Meinung dazu und ich würde sagen, wir entspannen jetzt noch mal ein bisschen. Das kann gerne noch so ein bisschen weitergehen.